Hallo, heute werde ich über den Philips 43 PFS 5507-12 Fernseher berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen! Die Bildschirmdiagonale beträgt 43 Zoll, Bildschirmauflösung 1366x768 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8-Bit und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 60 Hertz. Lebendige Bilder. Philips LED-TV. Genießen Sie alles, was Sie auf diesem LED-TV sehen. Die Philips Pixel Plus HD Engine optimiert die Bildqualität für scharfe Bilder, satte Farben und flüssige Bewegungen. Sie erhalten jedes Mal das beste Fernseherlebnis. Pixel Plus HD. Gestochen scharfe Bilder, egal aus welcher Quelle. Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal, ob Sie Online-Inhalte streamen oder Kabelfernsehen schauen, Sie erhalten immer schärfere Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 7,2 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 95,84 cm in der Breite, 56,85 cm in der Höhe und 8,21 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 100x200 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 45 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Perfekt für kleinere Räume. Ausgestattet für die Zukunft. Ob eine Serie im Bett, die Nachrichten beim Kochen oder ein zusätzlicher Monitor für Ihren Arbeitsplatz. Dieser kompakte Fernseher ist genau das, was Sie benötigen. Er ist in verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich und wir verwenden für unsere Verpackungen und Beilagen recycelten Karton und Papier. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse. Einmal USB 2.0, zweimal HDMI 1.4, einmal Satellite In Main F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out, einmal Antenna RF Female und einmal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. Wi-Fi 802.11n. Anschlüsse für alles, was Sie lieben. Schließen Sie einen Dongle an einen der HDMI-Anschlüsse des Fernsehers an und genießen Sie Smart-TV-Funktionen von Ihrem bevorzugten Streaming-Anbietern. Sie können den USB-Anschluss verwenden, um Musik von einem USB-Stick wiederzugeben und Sie können sogar über VGA eine Retro-Konsole oder ältere PCs anschließen. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 16 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 9.0 Pie gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Das war's mit unserem Testbericht zum Philips 43 PFS 5507-12 Fernseher. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!